Ich weiß, was zu tun ist. Dann los, fangen wir an. Shepard, wir haben nur diese eine Chance. Ein Fehler und Morins ist weg. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, sprechen Sie mich noch einmal an. Ich werde hier warten. Und Shepard? Danke. Ich teile diese Bürde sonst mit niemandem. Aber Sie sind der Einzige, bei dem ich mir das überhaupt vorstellen kann. Okay, dann wollen wir das mal probieren. Nee, wir wollen niemanden schlagen. Das ist genau das, was sie nicht möchte. Fiji, was? Wie spricht man seinen Namen aus? Hey, wissen Sie vielleicht, wo es Tickets für Expel 10 gibt? Diese unglaubliche Asari hat gesagt, das wäre ihre Lieblingsband. Ich will einfach nur das, was sie will. Ich brauche diese Tickets. Das Konzert von Expel 10 ist schon morgen. Expel 10 ist eine Band? Was für eine Musik machen die? Sie sind eine sensorische Band. Das heißt, sie kriechen in dich rein, damit du alles Mögliche empfindest. Und die Asari steht so drauf, dass es nicht mehr feierlich ist. Das wäre ein Treffer in einer ganz anderen Liga, verstehen Sie? Sie müssen mir helfen. Wo ist diese Asari? Sie scheint was Besonderes zu sein. Ist sie hier? Sie war vor ein paar Tagen hier und hat von der Band erzählt. Sie ist ziemlich oft hier. Wenn sie wiederkommt, habe ich die Tickets. Tut mir leid. Ich habe keine Tickets. Wenn Sie welche besorgen können, lasse ich was springen. Okay, was gibt es hier so? Ich rede mit niemandem. Das ist ja toll. Okay, hier scheint nichts zu sein. Also Mellen oder Meen schlagen wir nicht. Sind Sie sicher, dass Sie hier wirklich sein wollen? Oh, oft hin. Hallo, ich brauche dringend Hilfe und weiß nicht, wen ich fragen soll. Sie sind ein Mensch und scheinen nüchtern zu sein. Also sind Sie der Richtige. Können Sie mir helfen? Beruhigen Sie sich erstmal. Ganz langsam. Was genau ist das Problem? Richtig. Langsam. Tut mir leid, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Meine Freundin Moiral schreibt einen Artikel über die Gangs auf Omega. Sie hängt mit Florid rum und der ist der schlimmste von allen. Einen Artikel? Was macht sie? Eine Videodoku. Sie ist Reporterin, verstehen Sie? Sie will was über die Anführer der Gangs machen. Klingt sehr gefährlich. Ihrer Freundin könnte was zustoßen. Richtig. Und das wird auch passieren. Florid hat nämlich alles rausbekommen. Seine Gang ist auf dem Weg hierher und sie werden sie übel zurichten. Aha. Ich muss ihr schnellstens eine Nachricht übermitteln. Und woher wissen Sie das alles? Sie scheinen ziemlich viele Informationen zu haben. Ich bin Ihr Techniker. Ich habe die Kommunikation der Gang überwacht. Im letzten Gespräch hieß es, Florid würde sie fertig machen. Mann, ich bin ein Technikfreak. Ich kann mit solchen Situationen nicht umgehen. Also, was wollen Sie genau? Was soll ich für Sie tun? Sie und ich, wir haben einen Code. Wenn Sie rübergehen und zwei Worte zu Florid sagen, weiß meine Freundin, was los ist und wird sich absetzen. Die beiden Worte lauten Terminal und Ewigkeit. In dieser Reihenfolge. Okay. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das tun werden, sonst überlebt sie es nicht. Ich tue es. Das krieg ich hin. Danke. Vielen Dank. Nicht vergessen, Terminal und Ewigkeit. In der Reihenfolge. Machen Sie einfach einen Satz draus. Das wäre am einfachsten. Okay, das tun wir jetzt erstmal. Ich liebe diesen Laden. Ja, also. Hallo, Florid. Brauchen Sie was, Mann? Ewigkeit. Mein letzter Besuch in einem Club ist eine Ewigkeit her. Schön, dass wir drüber geredet haben. Gehen Sie weg. Oh, es war ja andersrum. Terminal ich Ewigkeit. Ich habe wirklich nichts zu sagen. Ja, sicher. Ich habe Ihnen wirklich nichts zu sagen. Verdammt. Ich habe schon gesagt... Ach, nicht, dass ich es nochmal neu starten muss. Na, mal gucken. Was ist denn? Sie haben mit Ihnen geredet, aber sie geht nicht weg. Sie wird draufgehen. Was machen wir jetzt? Es ist heiß. Ich habe ihn wirklich nicht. Ach verdammt, dann muss ich nochmal laden. Ich hoffe, das ist nicht so lange her. Mal gucken, wenn wir hier hin zurückgehen. Terminal und Ewigkeit, nicht Ewigkeit und Terminal. Das war doof. So, mal gucken. Jetzt rein. Müssen nochmal mit ihm reden. Ich will einfach nur... Zack, zack, zack. Das wäre ein Treffer. Jetzt mal reden, reden, reden. Wenn Sie wieder... Ups. Nach. Ich drück zweimal und dann... So, jetzt aber.
Die Musik hier war früher eher Avantgarde. Often. Man konnte. Sie sind ein Mensch und. Beruhigen Sie sich. Ich, meine Freundin Moira. Ein Artikel. Eine Videodoku. Klingt gefährlich. Ich muss ihr schnellstens eine. Woher wissen Sie das alles? Mann, ich bin ein Techniker. Was wollen Sie? Sie und die beiden Worte lauten Terminal Ewigkeit. Und Ewigkeit. Okay. Danke. Nicht vergessen. Terminal Ewigkeit. Oh. Sie sind immer noch hier. Nervt nicht. Sie sind interessant. Brauchen Sie was, Mann? Gibt es hier ein öffentliches Extranet-Terminal? In einem Club? Haben Sie kein Universalwerkzeug? Das ist eine ziemlich seltsame Frage. Ich nehme immer öffentliche Terminals. Mein Universalwerkzeug ist schon seit einer Ewigkeit kaputt. Oh oh. Okay. Das wird mir zu blöd. Unser Gespräch ist beendet. Hey, Floret, ich muss mal. Oh oh. Ja? Beeil dich, Monroe. Ich will hier raus. Okay. Das Miststück kommt nicht zurück. Ich werde sie suchen. Ich hasse diesen Ort und jeden, der hier ist. Und jede Nacht beginnt dieser. Und wieso ist sie hier? So. Vielen Dank. Ich hatte wirklich gedacht, es ist zu Ende mit ihr. Okay, das hat wenigstens funktioniert. So, wer ist hier? Fertig. Jede Menge Geld. Heute ist ideales Jagdwetter. Wir überfallen sie in der Gasse. Solange sie nicht für Aria arbeiten, ist alles in Ordnung. Wir müssen genug Credits zusammenbringen, um Hink nicht ständig an den Hacken zu haben. Hey, was glotzen Sie so? Gehen Sie einfach. Ich will, dass Sie von hier verschwinden. Hey, wir müssen den Mann bezahlen. Wir arbeiten für Hink. Haben Sie gehört? Und was halten Sie jetzt von uns? Ich helfe Ihnen mit dem Boss. Ich könnte Ihnen genug Credits geben, um Ihren Boss zufriedenzustellen. Dann gehen Sie und kommen nicht mehr zurück. Und niemand wird verletzt. Hört sich gut an. Gehen wir. War das richtig? Werden wir sehen. Kennen Sie jemanden interessanten? Ich rede mit niemandem. Ich möchte überhaupt niemanden beleidigen. Edwin, reden. Sie machen mir Angst. Sie was darf sein? Bedienen Sie Ihre Gäste. Das sind gute Leute, aber sie sehen gelangweilt aus. Und wer gelangweilt ist, gibt nicht viel Geld aus. Und Sie haben eine Idee, wie ich das ändern könnte? Eine Lokalrunde beweist, dass Sie Ihre Geschäfte respektieren. Ihr Ansehen steigt und am Ende haben Sie mehr Geld in der Kasse. Oh, ein Versuch ist es wert. Hoffentlich haben Sie recht. Alle mal herhören. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und darum geht die nächste Runde aufs Haus. Yay. Mein Name ist Morin. Ich habe Sie beobachtet. Sie sind die interessanteste Person in dem ganzen Laden. Mhm. Ich habe da drüben im Schatten ein Separé. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? An manchen Abenden komme ich her und finde keine einzige interessante Person, mit der ich reden kann. An anderen Abenden ist es nur eine einzige. Heute Abend sind Sie es. Woran liegt das wohl? Vielleicht sind wir uns ähnlich. Sie und ich wollen die gleichen Dinge. Ach ja? Oh, hier gibt's so viel Kunst. Kennen Sie sich mit Kunst aus? Sie spricht die dunkelsten Ecken in meinem Inneren an. Was ist mit Ihnen? Ich mag Elcor Forta. Kennen Sie den Künstler Forta? Ich hätte nicht gedacht, dass ihn hier irgendjemand kennt. Er ist erhaben. Es gibt viele Formen von Kunst. Ich habe Videos gesehen, die viel stärker waren als so manche Skulptur in einer Galerie. Vaenia zum Beispiel? Kennen Sie Vaenia? Mein Lieblingsvideo. Die beiden Schauspielerinnen darin sind überaus glamourös. Ich muss es sehen. Vielleicht sollten wir das gemeinsam tun. Musik. Was halten Sie von der Musik hier? Dunkle Rhythmen, ein harter Beat. Das weckt in mir irgendwas Primitives. Und bei Ihnen? Expel 10. Mich interessiert eine Band besonders, die sich Expel 10 nennt. Die dringen in meinen Kopf ein und reißen dort alles in Fetzen. Sie geben bald ein Konzert. Vielleicht sollten wir zusammen hingehen. Man kann sich in der Musik hier verlieren. Es gibt Methoden, die das noch verstärken. Verstehen Sie? Meinen Sie Helix? Was halten Sie von Helix? Es gleitet durch meine Seele. Wir haben wohl tatsächlich gemeinsame Interessen. Reisen, oder? Ich bin durch die ganze Galaxie gereist. Reisen verändert einen, nicht wahr? Ja, ich mag die Gefahr. Wirkliches Reisen bedeutet auch, sich an Orte voller Gefahren zu begeben. Wo man Dinge sieht und tun kann, die sich die meisten nicht mal vorstellen können. Ja. Wenn ich reise, treibt es mich an dunkle, gefährliche Orte. Orte voller Gewalt?
Gewalt ist die deutlichste Ausdrucksform von Macht. Macht ist das Ziel, Macht ist Stärke. Sie sind wohl unsicher, Macht ist Sicherheit. Wer hat hier die Macht? Macht ist das Ziel oder Macht ist Stärke? Ich nehme mal Stärke. Der Stärkste hat auch die Macht. Das ist sicher richtig. Unter Kindern. Ich meinte Willensstärke. Wer die Macht am meisten will und bereit ist, alles dafür zu tun, bekommt sie auch. Wollen wir nicht woanders hingehen? Das hat geklappt. Ganz in der Nähe und ich will mit ihnen alleine sein. Puh. Noch gerettet. Okay. Morinth ist da. Tablettenfläschchen. Wenn Sie wollen, können Sie ein Helix nehmen, aber sollten Ihre Sinne jetzt nicht alle ganz besonders geschärft sein? Mir ist das viel lieber. Sturmgewehr. Ich bin eine Weile voll auf Duelle abgefahren. Ich liebe diesen Moment, wo ich im Auge des Gegners sehe, dass er begreift, dass ich besser bin. Demzufolge sterben. Ein Schachspiel. Ich liebe jedes Spiel, bei dem der Gegner glaubt, er stünde kurz vor dem Sieg. Kurz bevor sein Leben endet. Und eine Skulptur. Ein Geschenk von einem Verehrer. Die Statue hat mehr Persönlichkeit als er. Dennoch hat er mich genug beeindruckt, dass ich ihm gegeben habe, was er wollte. Die Tür? Wenn Sie wirklich nicht gehen wollen, kommen Sie doch hier rüber. Ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen gefallen. Na gut. Ich liebe Clubs. Die Leute, die Bewegung, die Hitze. Ich höre noch immer den Bass, wie die Trommeln bei einer großen Jagd mit ihrem Blutrausch. Aber hier ist es still und Sie sind sicher. Entspricht das Ihren Wünschen, Shepard? Sicherheit ist eine Lüge. Viele fühlen sich direkt vor ihrem Tod am sichersten. Das stimmt. Wirklich sicher sind wir nie. Ich habe diese Begeisterung für Sicherheit nie verstanden. Manche von uns sehen das ganz anders. Unabhängigkeit geht vor Unterwerfung. Ich glaube, dieser Ansicht sind wir beide. Nein, wir ähneln uns nicht. Wir haben beide schon oft getötet, aber da enden die Gemeinsamkeiten bereits. Oh, Schatz. Moment mal. Wie kommen Sie darauf, dass ich schon getötet habe? Was wissen Sie? Schluss mit den Spielchen! Du. Sehen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, dass Sie mich wollen. Sagen Sie mir, dass Sie für mich töten würden. Dass Sie alles tun, was ich will. Das ist lustig, wenn man hier nicht stark genug schon ist, dann kann man nur sagen, kann nicht denken. Überraschung! Darauf würde ich nicht zählen. Aber Sie, wer sind Sie? Oh nein. Ich begreife, was hier abläuft. Das Miststück hat einen kleinen Helfer gefunden. Oh ja, das hat sie. Morinth. Bam! Wow! Mutter, nenn mich nicht so. Ich kann nicht einfach aufhören, deine Tochter zu sein, Mutter. Du hast deine Wahl vor langer Zeit getroffen. Wow. Welche Wahl? Mein einziges Verbrechen bestand darin, mit den Gaben geboren zu werden, die du mir vererbt hast. Genug, Morinth. Ich bin das genetische Schicksal der Asari. Aber sie sind noch nicht bereit, es zu verkünden. Und deshalb muss ich sterben. Du bist eine Krankheit, die ausgemerzt werden muss. Weiter nichts. Ich bin genauso stark wie sie. Ich würde mich ihnen anschließen. Ich habe bereits geschworen, ihnen zu helfen, Shepard. Bringen wir es zu Ende. Da wir gut sind, also man kann sich hier echt entscheiden. Beide werden dann im Team bleiben. Aber ja, Samara zu neutralisieren kommt gar nicht in Frage und Morinth ist gefährlich, also Morinth neutralisieren. Ihr Weg endet hier, Morinth. Und ich soll das Monster sein? Ja. Du hast nur zum Spaß getötet und das Mögest ist kein guter du Grund. Frieden in den Armen der Göttin. Boah. Autsch. Gott sei Dank kann man nicht sehen, was sie da gerade gemacht hat. Ich bin bereit, diesen Ort zu verlassen und die nächsten Schritte meines Lebens zu gehen. Sind Sie auch bereit zu gehen? Alles in Ordnung. Möchten Sie über das reden, was vorgefallen ist? Shepard, was sollte ich wohl sagen? Was kann ich sagen? Ich habe gerade die tapferste und klügste meiner Töchter getötet. Dafür gibt es keine Worte. Vielleicht später.
Bis dahin bitte ich Sie um etwas Rücksicht auf eine niedergeschlagene alte Kämpferin. Lassen Sie uns gehen. Okay. Dann los. So, Stufenaufstieg, noch ein Gruppenpunkt. Samara hat sich um die Adrakjakchi gekümmert. Sie ist Shepard gegenüber loyal. Wow, steht da viel. Loyalität der Justikarin steht außer Frage, zumal Schwur gegenüber Shepard geleistet wurde. Besser als erhofft. Cerberus Aktivitäten werden durch Anwesenheit in Shepards Team nicht länger gestört. Beruhigt, dass Mission der Justikarin abgeschlossen ist. Leider konnte Leiche der Adrakjakchi nicht zu Untersuchungszwecken sichergestellt werden. Genetische Abnormalität hätte sich als nützlich erweisen können. Erfahrung der Subjekts hätte aus ihr wertvolles Mitglied des Teams gemacht, falls soziopathische Tendenzen hätten eingedämmt werden können. Sie hat die Kraft aufspalten gekriegt, schädigt das Nerven- oder synthetische System eines Ziels an und... Was? Schädigt das Nerven- oder synthetische System eines Ziels an und blockiert somit die Heilung. Regeneriert die Gesundheit des Biotikas, wenn die Kraft gegen organische Lebewesen eingesetzt wird. Sie hat ein neues Outfit, wir haben ein Upgrade in ihrem Zimmer gefunden, also in Morins Zimmer. 30.000 Credits, 2.000 Iridium und noch einen geschlossenen Bericht. Überlastung und Disruptor-Munition kann synthetische Feinde außer Gefecht setzen. So, jetzt sind wir schon Stufe 22. Eine Menge Vorbild-Punkte bekommen. Ja. Und hier ist ja nichts mehr. Oh doch, hier ist sogar noch was zu kaufen. Sachen, die wir nicht wirklich brauchen. Und auch viel zu teuer sind. Hatte er noch was? Vorsichtig aufgeregt. Willkommen. Ich muss gehen. Ich habe einiges für Ihnen. Einen schönen Tag noch. Ach so. Schauen Sie bei meinem Kiosk vorbei, wenn Sie etwas kaufen. Nichts Besonderes. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal runter. Ah, können wir noch reden. Die Leute kommen an solche Orte, weil sie ein besseres Leben suchen. Und nach ihrer Ankunft finden sie das hier. Leute voller Leben, die auf einer Welt voller Verbrecher in die Armut gezwungen werden. Sie verdienen Schutz. Sollte ich unsere Mission überleben, komme ich vielleicht hierher zurück. Okay. Damit würde ich sagen, das war Mass Effect 2. Ich bin Dennis von Retro Game Dudes und wir sehen uns nächste Mal wieder auf der Normandie. Bis dahin, ciao, ciao.